Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, da kommt gerade unser Güterzug an hier in Salzburg und Salzburg, oh, es ist schön gewachsen. Gefällt mir vor allem irgendwie, dass das so hinter dem Bahnhof ist. Das sieht doch einfach relativ nett aus. Gut, jetzt sind wir aber nicht in Salzburg unterwegs, zumindest nicht mehr länger. Wobei, ich muss schnell gucken, nee, hier ist der Besuchermagnet noch nicht angekommen. Also das Parkhaus ist noch relativ friedlich. Weil ich fürchte, das gibt hier irgendwann Verkehrskollaps. Hier Ikea, ich weiß nicht, hat der nicht auch sogar noch einen Besuchermagneten? Auf alle Fälle, das Teil hat einen und das wird wahrscheinlich relativ eng. Aber das ist cool, das ist eine Herausforderung und es sieht wahrscheinlich sogar relativ nett aus dann. So, Dampflokomotiven haben wir hier auch noch. Jawohl, sehr schön. Und er ist noch eine relativ schnelle. Und den Fahrzeugersatz müsste ich dann mal noch angehen. Das ist absolut richtig. So, da kommt der Güterzug gerade wieder daher. Raus aus Salzburg. Sehr schön mit den Zuckerwagen. Ach, herrlich. Gut, jetzt haben wir aber noch ein bisschen was zu tun. Es gab noch eine Eilmeldung. Und zwar, in Rotterdorf fährt die Regiolinie Moers nicht mehr zweigleisig. Okay, da haben die Leute reklamiert aus Rotterdorf. Moment, das mache ich anders. Da suchen wir mal die Städtchen. Rotterdorf, wir können ja, wenn wir schon gerade mal hier sind, können wir mal schnell gucken. Zeughaus ist am größten. Ist ja schon interessant. So, das haben wir gar nicht so im Fokus eigentlich. Katzhütte am kleinsten und Oberböse auch eher klein, das ist cool. So, Rotterhof haben wir hier. Wir gehen mal gucken, warum fährt hier die Linie nicht mehr zweigleisig. Mal gucken, einmal mit L. Das müsste dann wohl die grüne hier sein, mal schauen. Genau, die hier, die fährt hier nicht zweigleisig durch. Okay, muss die zweigleisig durchfahren? Eigentlich nicht, weil dann stürze hier diese Linie. Ich weiß jetzt so auf Anhieb gerade nicht, was hier die Idee war, aber, nee, das passt doch. Sind wir in Rotterhof? In Rotterhof fährt die Regiolinie Moers. Die haben wir hier. Nicht mehr zweigleisig. Ja, die kann nicht mehr zweigleisig in dem Sinne, weil ganz einfach, ja, jetzt hier halt der Güterzug dazu kam. Man könnte das natürlich wieder zurück, wie soll ich sagen, zurückverwandeln in zweigleisigen Verkehr, indem wir den Zug hier reinschicken, hier wieder raus. Macht aber nicht viel Sinn, weil nachher kommen sie hier eh wieder zusammen. Also ich würde das für den Moment mal lassen. Das hat, wie soll ich sagen, indirekt schon seine Richtigkeit. Gut. So, und jetzt gehen wir nach Zürich. Jetzt werden wir endlich in Zürich mal noch kurz gucken wegen Schallschutzwänden, beziehungsweise wegen, wo ist Zürich? Da hinten. Dass wir hier ein bisschen was noch verschönern können für diese frei platzierbaren Häuschen. Da gab es dann doch noch ein paar Meldungen von wegen, dass das eigentlich relativ cool ist. Und ja, wie ich gesagt habe, ich meine, die Leute, die können doch auf Trampelpfaden hierher. Die brauchen nicht alle eine riesen Straße vorm Haus. News. Oh, nochmal Doppelstock, okay. Dann hier diese Crossrail, die schwarze, die ist natürlich auch sehr schön. Dann wieder Shinkansen, das ist ein Japaner, nicht ein Chinese, wurde ich gerade belehrt. Danke dafür. Ich wusste irgendwo aus Asien, aber so genau wusste ich es dann doch nicht. Ja, nochmal eine RE66. Zollikofen. Gut. Jetzt mal gucken. Es wird halt hier wahrscheinlich, denke ich, relativ schwierig, einen Schallschutz hinzustellen. Weil der hat eine Kollision. Sprich, ja, das ist genau, was ich meinte. Wir kommen hier gar nicht mehr lang. Da müsste ich die Häuser wieder kappen. Das möchte ich natürlich auch nicht. Und hier irgendwie einen Schallschutz machen, genau dort, wo keine Häuser sind. Ich weiß auch nicht. Bringt's nicht so. Aber was wir natürlich machen können, ist, dass wir einen Zaun hier lang ziehen. Lass mich mal schnell gucken. Wir hatten doch irgendwo hier frei platzierbare Zäune in dem Sinne. Irgendwo, das war sogar so ein Zaunsymbol, wenn ich mich nicht irre. Wo haben wir denn hier ein Zaunsymbol? Hier oben? Die Teile nämlich. Das ist so ähnlich wie beim Förster hier, wie das funktioniert. Wir schauen mal. Wir haben hier Holz, Metall, Weide, Latten, Eisenstangen, Azaleen und Hornstrauch. Wir machen mal Hornstrauch. Zum Testen, ich glaube eben, die haben eben keine Kollision. Beziehungsweise, guck mal, das kann man einstellen. An, aus, wir machen mal aus die Kollision. Front lassen wir mal links. Und Plan, ja, dann planen wir mal. Also, wir hätten hier gerne so eine Ladung. Wie sagen wir mal nachher hinten? Wir können das jederzeit wieder wegnehmen, wenn es nicht gut aussieht. Okay, wie sieht es aus, wenn wir das hinsetzen? Ja, das ist doch mehr als nur nett. Okay, das sieht jetzt einfach cool aus. Das hilft natürlich jetzt den Bewohnern hier noch nicht groß. Ich hätte hier schon gerne noch einen Zaun. Jetzt machen wir aber auf beiden Seiten das Ganze. Und danach, liebe Freunde, da geht es tatsächlich zum Bau der ICE-Linie. Wir werden jetzt nicht nur eine ICE-Linie machen. Es stand schon, macht doch noch ein Metropolen-IC. Kann man natürlich auch machen. Wir machen aber zuerst den schnellen, würde ich vorschlagen.
Und Metropolen etc. werden wir später dann anfahren. Ja, gefällt mir. Also von der Optik her sehr schön, richtig schön alles grün zugewachsen. Jetzt wäre es halt noch relativ nett, wenn man dahinter vielleicht noch einen Zaun hätte. Wobei, ich muss zuerst hier das Ganze noch beenden, planen. Zack, von hier nach hier. Das ist schon auch eine sehr, sehr nette Erfindung. So, und dann hier natürlich noch raus. Müssen wir wieder zu planen. Ah, bis hier hin. Okay. Jawohl. Dann von, Moment, müssen wir wieder zurück. Von hier wieder nach hier. Anlegen. Ah, cool. So Sachen gefallen mir. Das ist natürlich wirklich eine Vereinfachung des Ganzen, wenn man das so legen will. Einfach nur herrlich. Okay, anliegen. Da kommt gerade Kollege Dampflok. So, neu hier mit Grünstreifen. Nett. So, jetzt möchte ich aber eben auch noch einen Zaun. Also, planen. Und jetzt müsste ich halt zuerst wissen... Ja, das geht nicht. Ich möchte so eine Art Vorschau. Wobei, wir nehmen mal einfach Metall. Okay, das können wir zurücksetzen. Planen nochmal. Und dann machen wir den Zaun zuerst mal hier, würde ich sagen. Weil ich keine Ahnung habe, ob das überhaupt geht. Ob der dann mitten im Gebüsch drin steht oder was da passiert, das werden wir gleich sehen. Anlegen. Oh, das ist ja der Hammer. Schön davor, guck mal. Mein Gott, wie gut das ist. Warum habe ich das nicht schon früher genutzt, das Teil? So, das wird jetzt zu einem meiner neuen Lieblingsteile. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also, anlegen. Und jetzt den ganzen Spaß natürlich hier noch. Und dann würde ich sagen, dann haben wir das hier aber tatsächlich ordentlich aufgewertet. Anlegen. So, Moment, planen. Zack, von hier nach hier. Ja, vielleicht ein bisschen weiter noch. Anlegen, Dankeschön. Wir werden es uns dann nachher nochmal kurz ansehen, das Ganze. Das geht jetzt hier bis nach hier vorne. Sagen wir mal bis hierhin. Die haben da zwar keinen Busch mehr, aber dafür haben sie einen Zaun. So, nochmal Plan. Von hier zurück. Hier bis zum Bahnübergang. Jawohl, anlegen. So, und jetzt mal gucken. Na, das ist doch nett hier, der Zaun. Jawohl, jetzt. Es geht halt teilweise durchs Haus durch, das ist aber egal. Mein Gott, da hört er einfach auf, fängt hier wieder an. Das ist aber sicher jetzt so, dass es nicht mehr allzu gefährlich ist mit der Eisenbahn. Also mir gefällt das. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Ich würde das nämlich gerne tatsächlich in anderen Städten dann auch noch machen. Zumindest dort, wo eben ein Schallschutz keinen Sinn macht. Weil ganz einfach, ja, der ist dann immer nur 2 Meter lang und dann wird er wieder vom Haus unterbrochen. Also genau da, wo man den Schallschutz brauchen würde, haben wir dann eben keinen. Von daher, okay, gut, der Zug fährt. Ich bin froh. Hier ist ja so ein Nadelöhr. Sie warten halt immer noch. Man sieht, hier ist immer noch ein bisschen Stau. Über kurz oder lang. Es gab noch eine Idee, das Ganze mit einer Holzbrücke zu machen, weil sie Dampflokomotiven sind. Finde ich gar nicht schlecht. Könnte man auch angehen. Aber bevor wir jetzt hier irgendwas nochmal ändern, möchte ich jetzt tatsächlich zum Thema ICE kommen. Ich habe gesagt, warum ich das jetzt schon machen möchte. Ist eigentlich relativ früh noch. Aber wir haben den Platz halt noch. Wir können tatsächlich was machen, was wirklich straight ahead durchgeht, ohne dass wir alles wieder abreißen müssen, was wir vorher gebaut haben. Jetzt, von wo nach wo? Von einer Ecke zur anderen. Da wäre mal das eine wäre Moers. Was haben die hier für einen Bahnhof? Ja, einen kleinen. Da haben wir aber gesagt, dass wir irgendwie später mal noch einen zweiten machen. Haben wir denn den Hochbahnhof inzwischen? Ist der irgendwie mal angekommen oder ist der tatsächlich irgendwie kleine Haltestelle? Da haben wir noch was Neues. Ja, nochmal schnell gucken. Ja, das ist tatsächlich eine kleine Haltestelle. Wie sieht die 1990 aus? Das ist eine neue Mod. Oh, süß. Ja, kann man natürlich... Vielleicht ja, sehr gut gebrauchen für Oberböser später. So was Kleines. Jetzt möchte ich aber schnell gucken. Das ist Dresden. Das ist der Schwebebahnbahnhof. Wo ist denn dieser Hochbahnhof hingekommen? Underground. Bahnhof. Gebogen. Ultimate Station. Generisch. Progressiv. Was wir nicht alles haben. Aber irgendwie ein Hochbahnhof. Das ist nochmal Untergrund. Open Cut. Moment, lass mich mal gucken. Auch nett. So mit den Gleisen da unten. Könnte man natürlich auch machen. Haben wir hier eine andere Länge. 4,80 ist fast ein bisschen zu lang, aber 3,20. Ja, der würde hier natürlich noch relativ gut hinpassen. Das war wirklich den im Prinzip einfach für den ICE und vielleicht später noch für den Tische wieder hier verkehrt machen. Okay, jetzt möchte ich aber trotzdem schnell gucken. Das gibt's doch nicht, dass wir den Hochbahnhof hier nicht haben. Bahnstation. Erhöhte Bahnstation. Da ist er doch. Ne, den muss man zusammenbauen. Es gibt doch noch so ein Teil, das man nicht zusammenbauen muss. Habe ich eigentlich aktiviert, dachte ich. Und wir haben das Jahr 2007. Elevated.
Na jetzt, genau dich habe ich gesucht. Okay, gut, der ist jetzt auch da. Aber jetzt schauen wir zuerst, wo wir das machen. Also das wäre Moers, die bräuchten einen neuen Bahnhof, wenn wir von hier aus starten. Dann hätten wir hier Steineberg. Ja, kann man wohl mit dem IC raus, das ist wohl machbar. Wäre also eine Möglichkeit. Dann hätten wir hier hinten Katzhütte. Da haben wir den Düsseldorfer Bahnhof. Wäre auch möglich, dass wir hier mit dem IC rausdüsen. Und als letzte Möglichkeit hätten wir dann hier hinten. Ja, Uppsala eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und hier ist sowieso klar, dass hier ein ICE hingehört. Wir machen auch noch einen ICE später, der eher bummelt. Also einer, der dann alle Metropolen anläuft. Jetzt für den Moment möchte ich aber tatsächlich eben einfach eine ganz schnelle Geschichte haben. Und jetzt ist die Frage, wo düsen wir hin? Wenn wir zum Beispiel hier runter düsen, dann kämen wir hier nach Steineberg, wo ich gesagt habe, da haben wir eigentlich einen Bahnhof. Ja, aber lasst uns doch vielleicht doch in Moers starten und dann machen wir in Moers diesen Hochbahnhof. Und der ist halt tatsächlich dann nur für Kollege IC und TGW. Also, braucht den Bahnhof, das Teil hier, dann Länge 320 ist okay. Gleise würde ich glatt mal 4 machen. Vielleicht kommt hier später noch ein anderer Zug rein. Oberleitung ja. Dann haben wir hier Roadframe und so weiter. Tramgleis, nee, brauchen wir nicht. Weil wir haben hier, glaube ich, kein Tram. Die Frage ist, wohin mit dir? Irgendwo, wo du Platz hast. Irgendwo, wo das cool aussieht. Wow, wenn wir den hier oben hin machen, dann könnten wir hier irgendwie knallhart über Moers rüber. Gefällt mir das? Das ist mir zu hoch. Ja, ich finde die Idee nicht schlecht, dass wir irgendwie über die Stadt drüber düsen, aber nicht in der Höhe. Weil dann kann man auch fliegen. Das gefällt mir tatsächlich nicht so. Vielleicht hier unten? Und dann irgendwie... Ja, im Prinzip müssen wir hier sowieso durch die Alpen durch. Das machen wir natürlich definitiv mit Tunnel, weil ein ICE, der braucht Tempo. Ich stelle den mal hin und dann möchte ich aber noch gucken, wo wir im Prinzip dann hin müssen. Oder vielleicht so. Das sieht doch eigentlich auch relativ cool aus. Ein bisschen runter. Geht das irgendwie, Brückenpfeiler? So geht's. Lasst uns den doch hier hinstellen. Zack, passt. Nach hinten raus wäre es dann eher, würde ich sagen, ist dann Feierabend. Aber das können wir ja gucken, nehmen wir aber später. Tatsächlich ja auch noch TGW und Co. haben. Hier ein Sträßchen. Nehmen wir das hier. Da haben wir auch noch eins. Und hier hätten wir gerne eine Verbindung für die Busse. Und was machen wir mit euch? Da würde ich sagen, wir düsen mal hier lang. Und irgendwie hier unten durch, wenn das geht. Mal schauen. Müsste schon gehen. Also irgendwo ist eine Stelle, wo es funktioniert. Ja, denkste. Muss ich anders machen. Wenn ich hier unten durch will, dann müsste ich so bauen. Da haben wir aber tatsächlich überall eine Kollision. Na, warum das denn? Da ist was im Weg. Da ist die Straße im Prinzip zu breit. Wir können natürlich auch hier unten durch. Wenn ich es denn richtig hinkriege. So. Ja, machen wir das mal so. Weil die Gleise da, die gehen ja sowieso weiter. Ja, da kommen wir noch rein. Bestens. Dann haben wir das schon. Busse etc. lassen wir mal. Das sieht aber doch tatsächlich auch so aus wie so ein ICE oder halt so ein moderner Bahnhof. Wenn wir von hier gucken, ja, gefällt mir sehr gut. Und wo ist der andere Bahnhof? Hier, dieser kleine. Der ist halt wirklich irgendwie für die S-Bahn etc. Und man sieht aus der Ferne da hinten ja eh schon den IC-Bahnhof. Gut, hätten wir. Jetzt schauen wir mal schnell, in welche Richtung. Also die Richtung ist eigentlich vorgegeben, wenn wir quer rüber wollen, damit wir Länge haben. Das geht dann tatsächlich nach Katzhütte. Ja, und hier kommen wir auch rein mit dem IC. Das wird funktionieren. Jetzt, wie kommen wir nach da hinten? Ja, einfach straight ahead, geradeaus. Also klar, hier im Bahnhofsbereich noch nicht. Hier ist natürlich eher das Ganze, sagen wir mal, noch ein bisschen langsamer. Ich mache das aber mit Höhe. Ich hätte gerne, dass der ICE hier mit Höhe rauskommt. Gerne hier so über die Straße rüber und gerne auch hier nochmal über die Schiene rüber. Ja, vielleicht sogar ein bisschen, sagen wir mal so. Hätten wir hier Tempo? Er hat hier die Möglichkeit, Tempo zu erlangen. Ja, okay, das ist in Ordnung. Das machen wir. Das ist gebonkt. Wir machen noch ein zweites Gleis. Nehmen wir das mal mit. Da brauchen wir dann natürlich noch eine Weiche. Die gibt es gleich. Erstmal gucken, ob wir hier vernünftig rüberkommen. Jawohl. Passt. Dann hätten wir die ersten Meter. Und jetzt ist halt tatsächlich hier wirklich... Ja, es ist einfach 300 sind vorgeschrieben. Anders kann man es gar nicht sagen. Kriege ich hier irgendwie noch eine schöne X-Weiche hin? Ja, das klappt. Ich bin begeistert. Gut, hätten wir. Und jetzt geht's in den Berg rein. Jetzt möchte ich aber irgendwie, wenn es geht, gucken, dass wir auch relativ schnell wieder rauskommen.
Weil jetzt mit dem IC die ganze Zeit in dem Tunnel drin, das ist natürlich auch nicht die Idee. So, das wäre dann mal so. Da ist aber die Ausrichtung falsch. Wir müssen eher nach da hinten. Sonst haben wir dann wieder einen riesen Bogen. Sind wir da schon rausgekommen? Jawohl. Okay, dann wären wir hier unten. Ja, anders geht's nicht. Wir kommen hier durch diese Alpen nicht anders durch. Da ist aber klar, dass wir das schnelle Portal brauchen. Das hier. Und da gibt's nochmal News, die reinstottern. Soll ich das schon mal bauen? Dann können die in Ruhe hier aufpoppen. Machen wir das wirklich so? Ich denke mal ja. Zack, gekauft, sonst reißen wir es wieder ab. Oh, Tango BE. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Straßenbahn. ÖBB Railjet Steuerwagen. Ja, jetzt. Jetzt kommen wirklich die News rein. Nach und nach. Sehr schön. Ist eine Aufgabe. So, hier geht es nochmal in die Röhre. Und dann hoffe ich, dann haben wir das Thema Röhre dann aber abgeschlossen für eine Weile. So, hier rüber, hier über den See rüber. Wo wollen wir hin? Nach Katzhütte. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen nach rechts tendieren. Jetzt haben wir natürlich eine schlechte Performance, weil hier das Ganze noch nicht gebaut wurde. Ja, das ist mir zu viel Tunnel. Kriegen wir das nicht irgendwie hin ohne? Also, dass wir hier zumindest dann Ruhe haben. Und da machen wir halt einen Bogen. Wir müssen sowieso gucken, wie wir hier an der Fabrik vorbeikommen. So wird's gehen. Ohne, dass wir hier auf eine Brücke kommen. Ohne, dass wir hier nochmal in den Tunnel reinkommen. Und hier oben passt's. Ja, ich mach das mal. Okay. Eine Brücke ist okay. Da sehen wir den Zug. Aber diese ellenlangen Tunnels. Ja, da sehen wir. Ich sag's halt immer wieder. Man sieht halt den Zug nicht. Zumindest nicht, wenn wir nicht gerade mitfahren. Hat dafür aber den Effekt, dass es einem die Performance eben trotzdem belastet. Das ist einfach das Problem, das ich mit dem Tunnel habe. Im Allgemeinen. Aber jetzt hier für Kollege ICE. Da gönnen wir uns das. So, wir werden keine Hugelbahnübergänge, also Bahnübergänge machen, sondern das lösen wir anders. Das ist klar, der ICE, der soll wirklich, wie soll ich sagen, gerade fahren können. Wenn er jetzt hier auf eine Brücke kommt, dann ist das okay. Ich muss nochmal kurz gucken wegen der Ausrichtung. Katzhütte ist dort, irgendwie so hier lang. Wir sind hier unten, das heißt, wir müssen hier tatsächlich schon mal ein bisschen zu einer Brücke kommen. Ja, genau so, aber natürlich nicht mit der Brücke. Das ist nämlich, solange man noch nicht alles verbaut hat, ist es gar nicht mal so schwer, so eine Strecke zu bauen. Jetzt eine ICE-Brücke. Was haben wir hier alles Schnelles? Zum Beispiel die hier. Die ist relativ mächtig, was die Pfeiler angeht. Da ist klar, eine Holzbrücke oder sowas. Lassen wir hier eher bleiben. Wie sieht es mit der aus? Die ist eigentlich optisch fast noch ein bisschen cooler. Die hat so ein bisschen was Spezielles. Ich gucke jetzt aber ganz schnell, was wir sonst noch haben. Die ist mir fast zu normal. Ja, und sonst haben wir nichts mehr. Die. Ich würde sagen, wir nehmen die. Das wird jetzt unsere neue ICE-Brücke. Dann sind wir hier hinten. Wir haben die 300. Wir haben so auch die 300. Ich kontrolliere es nochmal, ob wir überall die 300 haben. Haben wir. Okay, und die Ausrichtung? Die wäre jetzt... Ja, nee, jetzt sind wir zu weit rechts. Okay, da muss man halt am Anfang wirklich ein bisschen gucken. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt einfach baue und am Schluss eine riesen Kurve habe, dann funktioniert das Ganze natürlich auch nicht mehr. So, wo waren wir? Hier hinten. Jetzt muss ich nochmal gucken. Nee, tatsächlich, wir müssen nach da. Also, so, dann müssen wir das irgendwie so ein bisschen strecken. Das wäre dann so. Wenn wir jetzt hier geradeaus düsen, ja, dann kommen wir da nach Katzhütte, das passt. Also, da müssen wir hier tatsächlich das Ganze mehr oder weniger gerade ausrichten. Jetzt zurück auf den Boden. Würde ich sagen, nein, weil hier vorne haben wir schon wieder Gleise. Also, das heißt, wir werden hier das Ganze hochbauen. Allerdings, es ist ein IC. Ich glaube, ihr ahnt schon, was kommt. Genau, da brauchen wir auch ab und an, meiner Meinung nach, einen Damm. Bau das mal, das zweite Gleis kommt dann gleich. Also, das geht dann bis hier hin. Mit den 300. Ich gucke nochmal die Ausrichtung. Das muss einfach sein. Ja, die passt. Und jetzt gibt das hier aber eben nicht die Brücke, sondern einen fashion Damm. Irgendwie einen modernen Damm. Haben wir sowas Ähnliches wie was Modernes als Damm? Ich habe halt irgendwie die anderen Dämme nicht mehr, die ich mal früher hatte. Ich habe nur noch diese große Auswahl. Und da muss ich sagen, bin ich nicht mit jeder Farbe einverstanden. Na? Ja, das wäre halbwegs schon mal okay. Es sieht halt in dem Sinne irgendwie von der Farbe her zumindest nicht modern aus, finde ich. Das ist mir zu gestreifelt. Das hat was von der Tapete. Gefällt mir nicht. Das ist eigentlich relativ schön. So ein bisschen dunkel. Das nehmen wir. Hier geht es natürlich dann wieder auf die Brücke. Das mache ich gleich mal. Ich hoffe, das funktioniert mit der Brücke. Nee, wir sind eigentlich zu weit unten. Nee, das klappt hinten und vorne nicht. Wir müssen hier ein bisschen Höhe gewinnen.
Ich bin jetzt natürlich einfach geradeaus gedüst. Okay, Bagger. Reicht's, wenn ich von hier an ein bisschen Höhe habe? Also Höhe generiere. So, okay, jetzt werden wir ein bisschen höher. Ja, das wird immer noch nicht reichen. Wir brauchen noch mal ein bisschen Höhe. Mach's mal bis hier hin, gucke, ob das klappt. Ja, das müsste tatsächlich funktionieren. Wir schnappen uns wieder die Brücke, die wir erkoren haben. Das wäre die hier. Gerne nochmal mit einem Pfeiler. Ja, okay. Und die Ausrichtung müsste stimmen, da kontrolliere ich jetzt nicht. Das müsste so seine Richtigkeit haben. Gut, wir nehmen jetzt mal das zweite Gleis mit. Sonst machen wir das gar nicht mehr. Weil da muss man natürlich auch immer ein bisschen gucken. Ich wollte gerade sagen, ob das wirklich funktioniert. Da war noch eine Fabrik im Weg. Aber das passt hervorragend. Ich liebe dieses Spiel. So, es geht einfach alles. Es ist halt eben, wenn man aus Trainfieberzeiten kommt, wo man tatsächlich immer wieder den Effekt hatte, dass Sachen einfach nicht funktioniert haben. So, da würden wir hier wieder ein bisschen runtergehen. Allerdings würde ich das jetzt wieder eher mit Brücke machen, beziehungsweise jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mal noch auf den Boden zurückkommen. Ausrichtung. Katzhütte ist okay. Ich würde sagen, wir gehen hier links. Eher dran vorbei. Das würde dann heißen ungefähr so. Gehen hier aber tatsächlich auf den Boden zurück. Machen wir es mal so. Jetzt haben wir da kein Tempo mehr. Okay. Wir könnten hier natürlich für diesen Bereich auch nochmal einen Damm machen. Lass mich mal schnell gucken, welcher war das gleich nochmal. Ja, das war der hier, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. Ja, machen wir. Das gibt hier nochmal einen Damm. Bisschen zurück. Die 300 haben wir gekauft. Und jetzt müssen wir hier wieder Höhe haben, damit wir nicht gleich wieder im Tunnel drin sind. Und hier gerne irgendwie einen Bogen, damit wir hier wirklich an den Sachen vorbeikommen. Dass wir nicht hier noch mitten durch den Bahnhof durch müssen. Das wäre natürlich auch reizvoll, aber das ist etwas für den anderen IC, würde ich sagen. Also für den, der dann ein bisschen bummelt, der von Metropole zu Metropole düst, der darf gerne hier durch, würde ich vorschlagen. Der muss hier durch. Hier brauchen wir noch einen IC, der durchfährt. Aber jetzt für die Strecke wollen wir hier eigentlich an den ganzen Sachen vorbei. 300 ist in Ordnung, gebonkt. Wir haben noch keinen einzigen Bahnübergang. Da möchte ich natürlich schon auch noch einen haben, aber die können wir nicht erzwingen. Also da müssen wir halt warten, bis sich die Möglichkeit ergibt, dass wir so ein Teil hinstellen können. Gut, funktioniert. Hier kommen wir wieder auf eine Brücke. Ich mache das jetzt einmal mal so und gucke, was passiert. Mal hier runtergehen, dann gibt es dort einen Tunnel. Und hier gäbe es eine Brücke. Kann man machen. Allerdings, es würde mir so vielleicht fast besser gefallen. Wenn wir hier hinten im Rücken des Ganzen mit dem IC langdüsen. Ja, nochmal ein bisschen runter. Das wäre dann so. Und natürlich eben wieder mit der entsprechenden anderen Brücke. Das wäre die hier. Dass hier der IC rüberrauscht. So ein bisschen da mit Blick noch auf die Fabrik. Finde ich okay. Wenn es hier kurz in den Tunnel reingeht, finde ich auch okay. Und hier vorne müssen wir sowieso wieder auf eine Brücke. Und da müssen wir das Ganze aber wieder ein bisschen links halten. Wenn ich hier das Ganze schon mal so ein bisschen so mache. Die 300 haben wir noch. Ja, sieht doch schnell aus und ist cool. Nehmen wir. Dankeschön. Zweites Gleis, damit wir das immer dabei haben. So, passt auch. Und jetzt hier. Ja, da vorne haben wir wieder die nächste Aufgabe. Mhm. Wie machen wir das am besten? Wir müssen ungefähr nach da oder nach hier. Also wir müssen einfach zu diesem Fluss. Plus, minus. Das würde eigentlich heißen, genau, dass wir nochmal irgendwie sowas in der Richtung machen. Die andere Brücke schnappen, gucken, wie es aussieht. Ich lasse jetzt mal einen Damm bleiben. Das ist mir fast zu hoch für einen Damm. Aber da müssen wir hier eigentlich rüberkommen. Hier geht es wieder in die Röhre rein und dann kommen wir da irgendwo raus. Würde ich so machen. Ich glaube, einen Bahnübergang gibt es gar nicht. Wir haben zu viel Höhe. Passt das so? Doch. Ich nehme das. Ziehe es hier rüber. Einfach mal testen, was passiert. Es passiert folgendes. Wir kommen hier in die Brücke rein. Wenn ich das mit N korrigiere, geht es hier hinten nicht mehr. Ja, Moment, wir wollen da rüber. Wir brauchen sowieso mehr Höhe. Wir müssen hier auch noch über das Gleis rüber. Oder ganz schick wäre natürlich tatsächlich hier unter der Brücke durch. Hier in den Tunnel rein. Vielleicht sogar oberhalb. Das wäre der Hammer. Aber das wird relativ schwierig, weil wir kriegen die Gerade, glaube ich, so nicht hin. Ja, mach mal. So, und jetzt hier korrigieren. Runter. Ich muss das jetzt einfach austesten, wie das am besten geht. Und noch runter gehen. Und dann mit N. Dann haben wir wieder eine Kollision.
So haben wir auch eine Kollision. Ja, wir sind zu wenig weit unten. Drüber. Wenn wir hier drüber düsen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Das können wir auch mal testen. Wir müssen es ja nicht gleich bauen. Wir gucken jetzt einmal mal zuerst. Das wäre hier dann diese Abschussrampe. Also rüber kämen wir. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Also irgendwie muss der ICE hier unten durch. Ich weiß auch nicht. Das sieht definitiv besser aus. Und dann halt hier einen Berg rein. Aber eben, wie kommen wir hier unten durch? Das habe ich ja schon getestet. Machen wir nochmal. Ah, schön. Ich liebe solche Sachen. Dieses Ausprobieren, was ist am besten, was funktioniert am ehesten. Vielleicht, wenn wir hier durchgehen. Ja, hier wird es gehen. Aber dann sind die Gleise im Weg. Dann kommen wir hier so runtergeschossen. So, ich nehme es nochmal weg, weil sonst haben wir keine Performance. Da kommt gerade ein schöner Zug. Da möchte ich noch schnell gucken. Ja, das ist das Geruhsame. Das ist natürlich schon sehr nett hier. Passt zum ICE, wenn der ICE hier irgendwie unten durchbrettert. Also was mir halt gefallen würde, wäre tatsächlich... Ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dass wir hier in die Erde reinkommen. Hier in dem Bereich. Dann gibt es halt nochmal einen Tunnel. Ja, das würde schon passen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich runter. Wir müssen hier einfach so weit wie möglich runter. Das haben wir hier. Oder vielleicht sogar früher runter. Das würde so gehen. Ich glaube aber nicht, dass wir hier noch in diesem Bereich in den Tunnel reinkommen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Wisst ihr was? Ich baue es einfach mal. Abgerissen ist es schnell wieder. Boah. Und ob das geht? Ah, das ist genau das, was ich wollte. Ah, unter den Dampflokomotiven durch. Und hier dann... Ah, cool. Habe ich schon gesagt, dass ich das Spiel liebe? Ich glaube, ja. 300 haben wir auch. Ja, das ist ja... Jetzt muss ich nur mit dem zweiten Gleis halt hier noch lang. Nicht, dass ich da jetzt zu nah dran bin. Ich glaube, das geht sogar. Oh, wie schön. Ja, ja, da hinbauen. Zack. Cool. Okay, hier Dampflokomotiven. Hier brauchst du IC durch. Ja, ist aber nur herrlich. Und vorne wieder raus. Und dann eher ein bisschen runter. Das wäre dann hier, dass wir da in diesen Bereich reinkommen. Soll ich das schon mal bauen? Ich lasse das noch. Das bauen wir in der nächsten Folge. So, die Hälfte der Strecke haben wir aber tatsächlich schon. Und gefällt mir sehr gut. Hier ein bisschen oberhalb des Ganzen. Dann immer wieder mit ein bisschen Bodenkontakt. Und hier über das ganze Zeug rüber. Unter der Brücke durch hier einen Berg rein. Ja, gefällt mir. Ich hoffe euch auch. Gut, danke fürs Zusehen. Dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit dem Bau dieser schnellen IC-Strecke. Macht's gut, bis dann. Tschüss.